Herzlich willkommen bei Gaming Collecting Co. Ich wollte mir eigentlich was anderes einfallen lassen. Heute Mail Day. Ausnahmsweise. Die liebe Vanessa hat mir. Wir haben Adressen ausgetauscht und das Paket von ihr, das Päckchen ist heute gekommen. Ich habe die Adresse entfernt, ist leider ein Loch, aber darunter ist nur Packpapier. Ich habe also noch nicht gesehen, was im Paket drin ist. Ich weiß ungefähr, was drin ist, weil sie mir es ein bisschen gezeigt hat. Aber wir haben halt gesagt, wir machen definitiv ein Unboxing davon. Ein Mail Day. Und ja, jetzt würde ich sagen, ich mache das mal auf. So. Den Brief gefunden. Ich schließe mit Herzchen. Das kommt auf den Boden. So, dann machen wir erstmal den Brief, der darf vorgelesen werden. Darf alles vorlesen. Okay. Hallo, liebe Nadja. Ich bin so froh, dass wir tauschen bzw. getauscht haben. Ich persönlich finde, dass du eine richtig gute YouTuberin bist. Und ich verstehe überhaupt nicht, warum du nur so wenige Abos hast. Wenn man mich fragt, hättest du locker über 1000 Abos verdient. Ich bin so froh, dass wir uns kennengelernt haben. Zu meiner Person, ich bin Vanessa, 12 Jahre und habe einen YouTube-Kanal namens Gaming & More. Ich hoffe, du brauchst welche. Du darfst alles vorlesen. Liebe Grüße von Vanessa, meine Unterschrift. Die finde ich übrigens richtig cool. Eine Sonne mit Zucker. Sehr schön, auch aus einem DIN A5-Heft. Mathehefter. Danke, Vanessa, auf jeden Fall. Der Brief ist total süß. Du bekommst natürlich von mir auch noch einen. Ich habe dir ja gesagt, wir haben ja was besprochen. Ne? Und, oh mein Gott. So. Oh mein Gott. Vanessa, ey. Krass, stark, also wirklich ganz stark. Ich packe das mal komplett aus. Also generell ist es so, man kann mir immer alles schicken, ich kann mit den meisten Sachen was anfangen. Und ja, aber Vanessa, übertreib mal nicht. Also stickertechnisch, oh, hier hat sich ein Sticker gelöst. Ist das immer nur so eine Sache. Ich habe nicht alle Stickeralben hier. Natürlich packe ich sie mir an eine Seite und die werden auch nicht weggeschmissen. Ich wollte nochmal eben hier den Sticker korrigieren. So. Übrigens schön, dass ihr die auch in Sleeves geschickt habt. Das finde ich immer total gut. Jetzt gucke ich erstmal, was hier noch ist. Fehlt hier bestimmt. Packe ich mal direkt weg. Mischmasch. Autogramm von. Ach. Oh, wie süß. Vanessa weiß, ich bin VfL Bochum-Fan und hat mir ein Autogramm von sich zugeschickt. Auf eine Andreas Lute Match-Attacks-Karte. Wie cool, danke schön. Das packe ich mir auf jeden Fall gut weg. Was ist das? Okay, Fußball. Ich sortiere. Sticker, Star Wars, da habe ich auch nochmal Star Wars, Match Attacks, auch Fußball, keine Ahnung welche Serie, Champions League, Sticker, die packe ich mir dann auch dahin, nochmal Champions League, aber eine andere, Fußball, hoffe du brauchst welche, packe ich mir dann an der Seite, dann, oh mein Gott, also, das ist echt krass, wirklich, echt krass, Vanessa, stark, wirklich. Euro könnten dir fehlen. Das ist, oh ja. Mischmasch CL1617, oh mein Gott. Vanessa. okay, also.
Ich weiß, dass wir uns gegenseitig geschrieben haben, dass wir uns die Road to Russia Karten, dass wir die tauschen wollen, das, weil ich hatte relativ viele doppelt. Und hatte dann sie wohl auch und ihr fehlten noch einige und ich habe ihr halt gesagt, so von wegen, sie soll mir die, wir können dann halt tauschen. Aber ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, ich bin voll sprachlos, ey, das ist unglaublich. So, deswegen gucken wir erstmal. Das sind die Karten, die sie mit mir getauscht hat. Ich habe das Paket schon soweit fertig. Ich muss es nur noch, wollte noch eine Kleinigkeit besorgen und den Brief muss ich noch schreiben. Aber im Moment habe ich neben Arbeit und YouTube und noch ein paar anderen Dingen, die in meinem Privatleben so laufen, halt extrem viel zu tun. Ich habe aber versprochen, ich schicke es spätestens am Dienstag weg. Also, wie gesagt, dabei bleibe ich. Dann haben wir hier einmal, ich glaube, ich hole mal meine Liste. Das war mal eine Idee, ne? Stift wäre auch noch eine Möglichkeit, wäre auch noch eine Maßnahme. Wenn ich jetzt einen so auf Anhieb finden. Oh, ich muss unbedingt meinen Schreibtisch aufräumen. Okay, also ich habe eine Liste. Und hat sie die sortiert? Tatsache, fast zumindest. Okay. Frankreich. Tatsache. Sorry. Frankreich. 2, 6 und 16. Haben wir schon mal. Haben wir Kroatien 17. Und die 1, die fehlte mir noch. Ungarn die 14. Belgien die 14, war die letzte von der, die mir noch gefehlt hat. Dann habe ich hier noch. Oh mein Gott, ernsthaft? Schickt ihr mir eine Limi zu? Das ist unglaublich. Von Ivan Rakitic. Boah, Vanessa, du bist der Burner. Ernsthaft mal. Die fehlte mir noch. Die habe ich noch nicht. Dann haben wir hier Fans Favorite. Auch von Ivan Rakitic. Die fehlt mir, glaube ich, auch noch. Oder? Ja, da. So, dann habe ich hier noch Italien 2. Auch fehlt mir auch. Norwegen 14. Und Dänemark die 5. Das ist aus dem Dings. So. Packe ich direkt wieder in den Sleeve zurück. Dann kann ich die nämlich gleich schön einsortieren. Danke auf jeden Fall, Vanessa. Du bist echt der Burner. Okay, mach ich gleich. So, hier hat sie noch mehr geschickt, die mir fehlen könnten. Da habe ich dann Neuseeland, die 9. Fehlt mir tatsächlich noch. Ich hab's heute. Bleib stehen, Stativ. Bleib stehen. So, Mexiko, die 16. Fehlt auch. Brasilien, die 4. Oh mein Gott. Also. Wales die 3, Türkei die 14, Schweden die 3, Schweden die 15, habe ich das auch voll? Oh mein Gott. Russland 11. Ich habe auch manchmal, ich weiß ja nicht, ob es euch ähnlich geht, ich habe manchmal so das Gefühl, wenn man sich hier in Deutschland in irgendeinem, jetzt zum Beispiel in NRW-Karten besorgt, dann sind da immer andere, also Booster, ganze Booster von der Road to Russia oder von irgendeiner anderen Serie. Und man kauft sich in Bayern die gleiche Serie, dann sind da immer unterschiedliche Karten drin. Und manchmal ist zum Beispiel in einem Bundesland es schwerer, an bestimmte Karten zu kommen, wie in einem anderen. Das ist, naja, gut. Also Rumänien 17, fehlt mir auch. 10, Portugal 15, Renato Sanchez, auch die fehlen mir noch. Russland 7, auch. Polen
14, 13, 4. Ich lese auch gar nicht großartig vor, ich will das einfach nur... Ah, krass, ey. Also, wie ihr seht, ne, ich habe vorher nicht viel abgestrichen gehabt. So. Wahnsinn, danke. Danke, danke. Auf jeden Fall. So. Kann ich das schon mal wegpacken? Den Stift schmeiße ich noch da. Jetzt gucken wir mal, was wir sonst noch haben. Matchetext 2017. Haben wir das Augsburg Club Badge. Matchwinner Pavel Olkowski. Das Freiburg Club Badge. Fortuna Düsseldorf Club Badge und FC Ingolstadt Club Badge. Also, wie gesagt, auch wenn ich eine Serie vielleicht jetzt nicht sammle, natürlich könnt ihr, also kann man mir da Karten zuschicken. Ich habe ja auch neutrale Sammelordner, die ich dann befüllen kann. Und wenn das besonders schöne Karten sind, dann kann ich damit auch trotzdem was anfangen. So, Andres Guardado. Das ist Champions League 16-17 im Übrigen. Vicente Iborra. Und Demarai Gray. Ach, der spielt bei Leicester. Okay. So. Ich packe die auch wieder zurück in die Sleeves, damit die nicht hier durch die Gegend fliegen. Dann haben wir hier. Ich hoffe, du brauchst welche. Wo ist das Lego? Jo. Noch eine Serie, die ich eigentlich nicht sammle, aber ne? Oh, ist gemischt. Das eine. Das ist Echo Zane. Oh, eine Limmy. Krass. Danke, Vanessa. Ups, schon wieder. Sorry. Ist sogar mit Ninja Go Sleeve. Das ist ja mal total cool. So, und dann haben wir hier noch Match Attacks. Ich glaube, das ist die auch von letzter Saison. Dann haben wir Gideon Jung, Jan Sommer, Matthew Leckie und Franco Di Santo. Oder ist das die von den Match Attacks extra? Weiß nicht. Ich habe die Karten, glaube ich, schon mal gesehen. Na gut. Die packe ich mir dann so hier hin. Dann haben wir Champions League 16-17 Sticker. Jonas Vorwart, ein Stürmer. Dann haben wir Messi und Arda Turan. Barca. Duo, würde ich jetzt sagen. So, dann haben wir Wanderson und Gustavo Campagnaro. Dann haben wir Joao Mario und Alan Ruiz. Ach, Julian Brandt und Hakan Çalhanoğlu. Und den hatte ich ja gerade schon. So, dann haben wir Kartenmischmasch. Okay. Da ist auch noch ein Sticker mit bei. Und zwei Sticker mit bei. Da haben wir einen. Was ist das? Ah. Ein Wärmesticker. So, dann habe ich Pepe. Das ist ein Sticker. FIFA 365 Sticker. Oh nein! Okay, Basketball. Brooklyn Nets, Joe Johnson. Don Russ. Dann habe ich hier 1, 2, 3, 4. Star Wars. Aus der vorletzten, glaube ich, oder letzten. Das ist einmal ein Schneetruppler. Ein Lamassu ist das. Und das ist der Sturmtruppler. Und Ugnaut. So. Boah, ich muss das hier sortieren, ey. So, dann habe ich hier noch ohne Zahn. Ach, das ist aus den Dragons. Ja, ohne Zahn. Sticker. Den bewahre ich mir übrigens auf, den packe ich mir an eine ganz besondere Stelle. Ich liebe ohne Zahn. Ohne Zahn ist toll. So, dann haben wir Alessio Romagnoli, Ignazio Abate, Matthias Ginter und Club 100 Christoph Kramer.
Wer das nicht weiß, Christoph ist einer meiner Lieblingsspieler. Ich kenne ihn mehr oder weniger, hallo, Fokus, persönlich. Hat er bei meinem VfL Bochum gespielt. Und generell bin ich jemand, der auch die Ehemaligen weiter beobachtet. Und Christoph ist auf jeden Fall eine coole Socke und ich mag ihn sehr. So, Manolo Gabbiadini. Mein Gott, kann kein Deutsch mehr. Ich bin völlig schockiert. Oh, danke, Vanessa. So. Welche nehmen wir denn als nächstes? Das packen wir mal an die Seite. Star Wars und Fußball, 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 Fußball. Da fliegt mein Links durch die Gegend. Das muss ich mir auch noch wegpacken. Habe ich einmal die Euro. Das wird übrigens ein super langes Video. Euro 2012. Karim Benzema. Eric Abidal. Iker Casillas. Santi Cazorla. Simon Paulsen, Alou Diarra, Johan Gourcuff, Rolando, Pavel Brotzek, Cesc Fabregas und Arkadiusz Glowacki. So, das ist Euro. So, dann Fußball, Fußball, Fußball ist auch nochmal Euro. Und FIFA, also es ist gemischt. Loic Remy, All of Melberg, Carlos Puyol, Lars Jakobsen, Rolando, Zoran Tosic, Ezequiel Garay, Sergio Romero, Chris Smalling und Gerard Piqué. Oh, krass, ey. Also im Übrigen, ne, bevor jemand jetzt nach meiner Adresse fragt, wenn wir uns schon länger mal geschrieben haben und öfters auch Kontakt hatten, dann bin ich gerne bereit, meine private Adresse rauszugeben, weil ich immer noch nicht ein Postfach habe. Es lohnt sich bei den 34 Abos, die ich im Moment habe, noch nicht. Aber ansonsten, es wird eine Möglichkeit geben. So. Aber wie gesagt. Ich entscheide das und ihr dürft auch nicht enttäuscht sein, wenn ich sage, nee, tut mir leid, kann ich nicht geben. So, Hulk, Hector Herrera und Gilbert Imbula, Marc Bartra, Andrés Iniesta, Adriano Correa, Neymar Junior, Jeremy Mathieu, Evandro, Thiago Silva, ja gut, ich bin zu schnell für meine Kamera, Adrien Rabiot, Rafael Alcantara und Ruben Neves. So. Sonst müsste ja der sein, glaube ich. Oh mein Gott, ich weiß gar nicht, wo ich. Okay, ich mache jetzt einfach mal weiter mit irgendeinem. Oh, okay. Rebel Attacks. Rebel Attacks, okay. Der Inquisitors T-Fighter. Ich will immer Thai sagen, ich weiß auch nicht warum. ATDP-Pilot. Strike Force, Angriff. Agent, Soldat, also. Agent Cullis und Stormtrooper. Dann haben wir Kommandant Aresco und Taskmaster Miles Grint. Puzzleteil? R2, packe ich mir direkt an die Seite. Meine Lieblinge. R2D2 C3PO. Das packe ich mir direkt weg. Weil, ist so. Puzzleteil. Dann haben wir Hera Syndulla und Kanan Yarus. Das ist auch nochmal Kanan Yarus, aber als, ich nehme an, Powerkarte, wie auch immer. Nochmal ein Puzzleteil. Dann haben wir zwei von den Zusatzkarten. So. So. Also, ich weiß, ich bin jetzt schon ein paar Mal gefragt worden. Hast du Star Wars gesehen? Ja, ich habe Star Wars gesehen, aber nicht alle Teile. Also,
glaube, ich habe das letzte, was ich gesehen habe, war tatsächlich Episode 1. Ja, ich weiß. Aber soll ich machen? Puzzleteil, Zusatz, dann haben wir hier nochmal Fußball. Oh, Autogramm. Tom Starke. Ach, ist das aus der Bayern? Das müsste aus der Bayern-Dings sein. Dann haben wir einen Sticker. Auch von Dragons. Nochmal eine Euro-Karte. Nochmal. Loic Remy. Und Roman Bürki. Dele Alli. Marco Reus. Lukas Podolski. Das ist auch FIFA 365. Sergio Romero und Max Meyer. Sorry. Der Husten ist übrigens nicht, weil ich krank bin, sondern weil meine Allergie ein bisschen. Spinnt. So, dann machen wir hier weiter. Fußball, Fußball und noch mehr Fußball. Haben wir es auch. Also, das ist Euro. Euro. Bayern. FIFA 365. Okay. Also, Euro. Ricardo Rodriguez. Sergio Busquets. David Limberski. Chris Smalling. Lukas Piszczek. Seamus Coleman. Und das ist 12. Mann. Fans. FC Bayern. Und das ist André Schürrle. FIFA 365. Deutschland-Trikot. So. Dann haben wir noch, die wollte ich mir da hinpacken. Das habe ich auch schon gezeigt. Das kommt auch da drauf. Aber hier, Sticker und Karten, Mischmasch. Oh, direkt der erste. Ehemaliger, mein Gott, das wird. Darf ich mal kurz erwähnen, wir sind bei 22 Minuten. Ich glaube, ich zeichne nur noch. Lego Nexo. Ice Age. Oh. Kid Icarus Uprising. Haben wir dann hier Captain Panaka und die Clubkarte von Fortuna Düsseldorf. So. Also wie ihr seht, ich habe immer noch, ne, so viel zum Auspacken. Ich sage ja, das wird eine super lange Klamotte. So, ich habe hier nochmal Sticker, glaube ich. Ja. Sorry, wenn ich jetzt nicht so viel rede, aber ich weiß nicht, was ich bei der Masse an Sachen noch sagen soll. Vanessa, du bist einfach der Hammer. Danke auf jeden Fall für dieses großartige Paket. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass ich wahrscheinlich an die halbe Stunde drankomme. Ich kann zu den Nexo Knights leider nicht so viel sagen. Deswegen zeige ich nur. Und ich finde die aber trotzdem cool. Also es ist. Ich gucke mir das auch bei Ben und ich glaube Marcel hat die auch aufgemacht. Natürlich immer an. Selbst habe ich sie jetzt nicht gesammelt. Mir fehlt auch. Schmeiß weg. Mir fehlt auch manchmal das Geld, um mir bestimmte Serien zu kaufen, wenn ich die cool finde. Aber ich muss ja auch ein bisschen was dazu erzählen können. Na, so denke ich halt. So, das habe ich schon. Ach, hier haben wir noch Ninjago. Ninjago. Oh, sogar mit Spielregeln. Polizeichef. So, dann haben wir Star Wars, Force Attacks,
haben wir noch den Schneesoldat, Rimako, Trainingsdruide, C3PO. Man mag mich für bekloppt halten, aber ich mag die beiden. So, dann haben wir hier noch Mischmasch. Was ist das? Fußball. Nehmen wir mal Fußball. Dann machen wir Match Attacks und, oh Gott, alles durcheinander gemischt. Oh mein Gott. Marco Verratti. Autogramm. Das ist cool. Antonio Valencia. Marco Maruane Fellaini. Anthony Martial. Alexander Dragovic. Kevin Strootman. Mike Conn. Wojciech Szczęsny. Und Giorgio Chiellini. Also, ich weiß nur, dass ich nach diesem Paket erstmal gleich meinen Schreibtisch aufräumen muss. So, dann habe ich hier nochmal Fußball. Dann komm, wir machen erstmal hier auch so einen Mischmasch. Nochmal Dragons. Was ist das denn? Ach, Kid Icarus. Bouncy Bomb. Dann habe ich hier Curry Evans, Sene Özbayrakli, Bekim Balay, Dennis Garmasch, Kani Arnason, Nicolas Lamberts, Cesc Fabregas, Karl Lafferty, Alexandru Maxim, Robson Kanu. So, ich auch nochmal Mischmasch. Nochmal in der Ninjago-Hülle. Minions? Aha. Oh, das ist auch nochmal. Ich muss das auf jeden Fall nachher nochmal mich hinsetzen und sortieren. Renato Augusto. Augsburg Clubkarte. Gladbach Clubkarte. Ein Puzzleteil. Nochmal, ich glaube, Nexo Knights. Dragos Grigore. Das ist, ach ja, Euro 2016. Edmar. Also, es ist nicht so, dass ich die Sachen nicht schon mal in der Hand gehabt hätte. Also, die Serien zumindest. Auch schon wieder eine Basketballkarte. Ich kann. Also, hier habe ich einmal Haris Severovic. Und da hat sie mir tatsächlich. Ist da noch irgendwas anderes dabei? Ja. Und dann habe ich hier noch Carlos Zambrano. Und dann hat sie mir noch drei Basketballkarten von der Dunruss zugeschickt. Nee. Dion Waiters und Paul Pierce. Vanessa, unglaublich. Wo hast du die Basketballkarten her? Das würde ich ja gerne mal wissen. Kannst du mir ja gerne in die Kommis schreiben. Achso, Brause hat sie mir sogar. Was ist das? Was ist das? Hat sie mir Ahoi Brause zugeschickt. Großartig, ich bin ein großer Fan davon. Schon seit meiner Kindheit. Ups. So, ich habe jetzt hier noch. Wisst ihr was? Ich mache jetzt eben hier mal das hier auf. Süßes Klebeband. Also Wilde Kerle habe ich tatsächlich geguckt. Ich glaube den fünften nicht, aber sonst habe ich alle geguckt. Oh, gut eingepackt. So. Mache ich auch nur eben den Zeiger quasi, ne? Ich hoffe, das ist meine Kamera, die sind relativ dunkel. Gott, ey. Das sind so viele, Vanessa. Ich glaube, ich kann die gar nicht alle zeigen. Das ist auf jeden Fall krass. Also, sorry, wenn ich die jetzt nicht alle zeige, das sind so viele. Ich habe hier irgendwo noch irgendwas glitzern sehen. Oder habe ich mich da jetzt verguckt? Da. Tada. So. Nimm's mir nicht übel, wenn ich die jetzt nicht komplett gezeigt habe. Das Gummiband ist ja auch süß. So, das ist das. Weil, ne, wir sind jetzt schon bei 29 Minuten. Da haben wir auch nochmal Dragons. Eine Ente. Nehmen wir eine Ente. Eine Stockente. Nehmen wir den Braun. Dann haben wir einen. Ich glaube, davon habe ich auch noch welche. Oh, Balou. Ein Dijon. Was ist das? Ach, Violetta. Stimmt, da war was. Mowgli.
So, die alten Disney-Sticker, also diese, was ist was, Disney-Klamotten, die könnt ihr mir von mir aus gerne zuschicken. Ich habe zwar das Album nicht, aber ich stehe ja voll auf Disney. Ein Hai. Ein Hai. So. Fertig. Damit. Und jetzt habe ich hier noch drei, die ich noch nicht gezeigt habe. Und wir sind bei 30 Minuten. Alter Schwede. Achso, ich habe hier noch einen Dori-Sticker, den habe ich, glaube ich, gar nicht gezeigt. Na gut. So. Habe ich nochmal Fußball. Ah, Weltmeisterschaft in Brasilien. Dann haben wir Julio César, Gerard Piqué, Thibaut Courtois, Iker Casillas, Igor Akinfeev, Gary Medel, Medel, England-Flagge. Ja, gut, sage ich nichts weiter zu. Anna. Ja, gut. Nochmal hier, ne? Und was ist das? Ein kleiner Dinosaurier quasi, ein Schwein. Haben wir dann noch Pferdebeine und Hase und Zebra und Mietzekatze. Und der lebt im Dschungel, das weiß ich. So, dann haben wir hier noch Ice Age. Und da gehe ich nochmal ganz schnell eben durch. Das sind so viele. Diego. Scrat. Scrat. Money. Wenn Bekloppten. So. Das ist echt super viel. So, das war's. Liebe Vanessa, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich danke dir sehr. Ich freue mich schon, wenn du mein Paket dann bekommst und das dann aufmachst. Es war viel zu viel. Die Hälfte davon hätte auch gereicht. Aber danke auf jeden Fall. Das mit der Road to Russia hilft mir extrem weiter. Selbst die anderen Serien sind super cool und die Basketballkarten, Hammer. Doppelherz, Doppelherz. Dankeschön dafür. So, das war's dann mit diesem Video. Über eine halbe Stunde. Krass, wie krass ist das denn? Wir sehen uns beim nächsten. Das war ja ein Sondervideo. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei einem neuen Video. Peace out as usual. Das ist echt. Na gut. Bis dann. Ciao.